Willkommen Leute zu einem neuen Video, Leute. Wir sind heute mal in Meep City unterwegs, einem Spiel, was sehr oft gezockt wird, was wir aber noch nicht oft gespielt haben. Und deshalb bin ich gespannt, wo ist der Thomas? Hallo, hier bin ich. Ey, jawohl. Ey, wie cool ist das denn? Warte mal. Das ist richtig cool. Jo, Leute, ich bin auch am Start. Ich bin mal gespannt, was hier abgeht in der Meep City. Ja. Und ja. Wir können Wenn euch das Ganze gefällt, dann muss man hier diesen Fisch aufessen. Oh, lecker Fisch, ne? Man weiß es, man weiß es. Leute, wir werden erstmal ganz kurz zu unserem Haus gehen, denn das ist so eine Art Sims, würde ich fast sagen. Wir können also unser... Warum tanze ich immer noch? Hm? Einmal aufhören. Ja, du musst den ausstellen. Einmal aus mit dem Tanz... Achso, okay. Wir können jetzt hier ins Haus gehen und das ist wie so Sims, könnte man, glaube ich, sagen. Also wir können unser eigenes Haus... Einmal bitte wieder rein. Einmal bitte wieder rein. Da. So, jetzt haben wir es dann, glaube ich. Ja, genau. Wir können nämlich jetzt hier unser eigenes Haus haben. Und das eigene. Wir können es sogar gestalten und so. Wo bist du denn reingegangen gerade? Ja, oben auf Haus und dann wirst du zu deinem Haus teleportiert. Ah! Kann ich ja auch Coins kaufen. Aber ich glaube, ich habe nicht mehr genau Robux. Nee. Da habe ich leider zu wenig, Leute. Das heißt, wir können uns nichts kaufen. Also wir können schon was kaufen, aber wir können uns keine Meep-Coins kaufen. So, Moment mal. So, Moment. Bei Plus? Nee, will ich nicht kaufen. Wir können erstmal gucken, was können wir dekorieren. Room? Nee. Irgendwie sind wir hier ein bisschen, blank, was das Ganze angeht. Okay, so können wir den Boden verändern. Oh, der Boden gefällt mir aber ein bisschen besser. Zack, jetzt haben wir erstmal einen schwarzen Boden. Also, du kümmerst dich um Boden und so schon. Ich pflanze erstmal meine Blumen hier ein. Warte mal, was hab ich denn hier? Attic. Hä? Das versteh ich jetzt aber nicht. Ach doch, ich hab einen Vogel hier, oder wie? Lol. Ein Vogel? Ja, also, ich weiß, ich hab normalerweise einen Vogel, ne, also... Ja, ich wollte gerade sagen, Vogel, hä? Also, das ist doch der Normalfall. Ja, jetzt hab ich einfach einen Vogel stehen, okay. Bodenschärf. Ja, warum nicht? So, pack ich mal hier an die Wand. So. Lol, es geht. Okay, PC-Desk. Ey, wir haben Fernseher. Mein Aufnahmestudio. Mein Aufnahmestudio. Ey, wie Aufnahmestudio. Zack, hier. Okay, cool. So. Das sieht doch ganz gut aus. Simple Chair. Die pack ich hier vom PC. So, zack. Einmal hier hin, bitte. Einmal hier hin, bitte. Sofa-Chair. Oh, pack ich mal hier hin. Einmal, zack. Und einmal hier, zack. Und dann kommt hier an die Wand der Widescreen. Ja, den habe ich jetzt halt auch hingepackt. Echt? Ja. Okay, dann habe ich nämlich jetzt hier folgendes. Haben wir das Sofa. Office Chair. Ich glaube, der Office Chair, der wäre ein bisschen besser, ne? Wie kann ich das denn entfernen? Return Item. Ja, will ich return. Office Chair, da haben wir es doch. Da haben wir es doch, Leute. Dann, das heißt, jetzt haben wir hier unseren schönen Office Chair. Leute, also ich will nichts sagen, aber ich meine, so katastrophal ist das jetzt auch nicht, oder? Meinst du? Weiß man nicht, ne? So, ja, dann kann man ja den Fernseher anklicken, die Kanäle wechseln. Echt? Nein, das sind richtig lustige Das sind so geniale Fernsehkanäle. Oh mein Gott. Das hört sich ja gar nicht mehr so schlecht. Lol, was ein Foto. Dieses Foto ist ja mal verrückt. Oh Warum? Mein Gott. Ich habe jetzt einfach ein riesen Foto hier an der Wand. Nein. Das ist mein Play-Button. Nur verarmt. Okay. So, machen wir es mal hin und hier machen wir dann den. Können wir den greifen? Ja, so ist gut. Zack. Und dann kommt hier nochmal der Share. So, ist schön. Okay, aber irgendwie schnell. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Leute. Wir packen uns einfach jetzt hier hin. So, den packen wir jetzt an die Wand und das hier hin. Perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Gucken, Shop. Was kann man sich denn hier kaufen? Es gibt jetzt nämlich ein Kitchen-Update. Man kann sich jetzt Sachen für die Küche kaufen, Leute. Sollen wir uns eine Küche erstellen? Aber ich glaube, es wird nicht reichen an Geld. Aber wir können mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen mit 1600. Wie fährst du an Meep City Pumpen? Ich habe 150. Ah, das liegt wahrscheinlich, weil ich schon öfters gezockt habe. Ich habe ja schon mal Mario Kart hier gespielt. Ach, nee, sowas habe ich echt noch nie gemacht. Aber jetzt habe ich 200. Ey! Oh, ist ja nicht schlecht. So, 300 das hier. Dann, was kann ich noch hier kaufen? So eine Steinplatte ist ja auch nicht verkehrt. Wir kaufen uns auch noch, was kann man hier so kaufen, Leute? Eine Mikrowelle ist auf jeden Fall auch wichtig. Einen Juicer. Eine Mikrowelle? Sieht auch gut aus. Ein Juicer, Kaffeemaschine darf ja auch nicht fehlen, Leute.
Ja. Ansonsten, wir haben noch 500. Was kaufen wir noch so? Wir können das mal gucken, Leute. Wir fangen erstmal an. Ich hab Besuch! Wer bist von du? Wem? BR Birdie Alts. Birdie Alts. Okay. Nicht schlecht. Kann ich dich also auch einfach besuchen? Du kannst einfach mich wohl auch. Ey, die guckt die Fernseher. Das gibt's ja nicht. Okay. Warte mal, ich wechsle hier auch mal den Sender, wie du sagtest. Das sieht richtig gut aus. Hast du das gesehen? Ja. Genial, wirklich. Hammer, richtig Hammer. Lustig. Okay. Also Leute, ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz nach, was das Ganze auf sich hat jetzt mit der Küche, ne? Du kannst zu mir springen, theoretisch, glaube ich. Du musst einfach oben rechts auf Freunde gehen und dann kannst du zu mir springen. Ja, dann gucke ich sofort. Ich komme mal jeden Moment mal rüber. Guck ich mir mal deine Gegebenheiten an. Ja. Ich will gerade nur ein bisschen im Shop am rumgucken, weißt du, was es so für Sachen gibt. Weil ich habe jetzt hier so die Standardsachen, ein paar Sachen aufgestellt. Mhm. Die sind natürlich gratis, weil man die schon hat. Aber wenn man ein bisschen mehr haben will, ne, dann muss man auch ein bisschen investieren. Das stimmt leider, da wirst du nicht dran vorbeikommen. Genau, ich mache jetzt hier gerade die Küche. Spring ich mal rüber. Oh, hier bist du. Oh, du hast sogar schon einen anderen Teppich. Ja, habe ich gewechselt. Oh, schick, schick. Ah, geile Gaming-Ecke. Gefällt danke, mir. Schön, danke, danke. Aber der Schreibtisch ist gewöhnungsbedürftig. Ja, stimmt. Ist das denn hier ein Bild? Kann man das wechseln? Nein. Ah, oh, der Fernseher. Oh. Und da ist auch Besuch, siehst du das? Ja, ich sehe es. Hey, warum tanzt sie hier? Ich weine jetzt vor ihr. Komm. Cry. Also irgendwie passt das hier nicht, aber egal. Moment, ich kaufe Der haut ab, der haut ab. Ich hab echt? Du hast ihn vertrieben. Du hast ihn vertrieben. Yeah, ich bin happy. Warte. Tot. Bin tot? Wo? Shop. Ich will noch was kaufen. Hast du gesehen? Ich bin tot. Ja, ich weiß. ich weiß nicht, aber irgendwie... Das ist gar nicht mal so günstig, muss ich sagen. Vielleicht hätte ich erstmal die günstigeren Sachen kaufen sollen. Wo Nein, wie kommst du denn darauf? Ich kaufe mir jetzt so einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank kaufe ich mir noch, genau. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel übrig. Vielleicht noch so eine Marble. Ja, komm, machen wir mal. Ja, willst du? Nein, mir fehlt Geld, 50. Willst du was zu essen? Nee, danke. Echt dich? Nee. Ich hab dir extra ein Burrito gemacht. Echt? Ja, hier. Ja, dann nimm gib ihn. Gib ihn. Okay, hier. Ich kann ihn nicht essen, ich kann ihn nicht. Oh, dann esse ich ihn. So, das heißt... Dein Teller. Alles gut. Okay, dann muss ich spülen. Weißt du, lässt deine Gäste hier spülen, ey. Also in meinem Haushalt kenne ich sowas nicht. So läuft das hier, ne? Mann, Leute. Ey, Gäste! Echt? Hallo, noch mehr Gäste. Warum kommen die alle zu mir? Hi. Guck mal hier, die bewohnen meine Küche. Ja, ne? Wow. Warte, ich bediene mich direkt dran. Oh, ey, Eis. Ey, was soll denn das jetzt hier werden? Lecker! Was? Was machen die denn da? Breakdance im Badezimmer. Im Schlafzimmer. Warum hast du eigentlich ein Doppelbett, also ein Hochbett, ehrlich gesagt? Ja, ich weiß es auch nicht, Mensch. Ja, hör mal, ich komm mal, ich komm mal mit dir, geh mal ganz kurz. Hochbett hier, wir können mal ganz kurz hier rausgehen. Ich muss und dann? Den Shop hier schließen. Dann kann ich dir eine Runde Mario Kart zeigen. Oh. Nein, wo bist du? Ich dachte, du gehst raus. Ich gehe auch raus. Ich bin wieder reingegangen aus Versehen. Eieiei. So, Leute, da sind wir wieder zurück in Meep City Racing. Und jetzt spielen wir eine neue Runde. Play with Friends. Wo bist denn du, Thomas? Creator Lobby. Hast du denn das Race oder das Kart ausgewählt? Es gibt sogar neue Maps. Wie cool ist das denn? Jetzt gibt es sogar Pyramiden. Oh mein Gott. Ja, kommst du rein? Warte, ich muss hier gerade irgendwie... okay, Race. Play with Friends. So, da bist du doch, da bin ich jetzt drin. So, Rotomac, perfekt. Und Looking for Match, da schauen wir mal. Und da sind auch ein paar Leute. Der eine hat ziemlich viele Punkte. 1200 hat der. Ich habe 1056, du hast 1000, du hast ja noch nie gespielt. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt immer noch so gut bin wie damals oder immer noch so schlecht bin wie damals. Mal schauen. Leute, das geht ist los. Die Frage. Meep City Racing, Mario Kart und let's go. Das sieht richtig gut aus, das ne? Das ist auch cool. So. Gibt es da irgendeine bestimmte Steuerung? Guck mal, was für ein Kart ich habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, muss ich zugeben. Okay. Aber man konnte, glaube ich, auch springen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hört sich schon nicht schlecht an. So, ich bin ganz vorne. 3, 2, 1. Und wie ging nochmal die Tasten? Ich weiß es nicht. Ah, so kommt man driften, stimmt. Oh. Kann ich mal wie kann ich Attacken? Ah, Kaktus! Oh mein Gott, Hilfe! Wie kann ich Attacken abschießen? Mit E. Boah, sehr verrückt, ohne Witz. Das ist schon eine sehr lustige Sache. Nein! Was ist denn hier los? So, und Boosting. Ey, da ist die Banane einfach in der Luft. Ey!
Okay. Ey, ich wurde nur erwischt von Items. Ist ja schlimmer. Schlimmer geht's gar nicht. Ich bin Dritter. Echt? Ja. Nein, Banane und Kaktus. Hast dich verlaufen. Oh, ich bin auch da vorne wieder mit im Spiel. Ey, was soll das denn? Was ist das denn? Man ist gar nicht in der Hitbox von dem wie man es auch nennen möchte. Ja, hab ich gemerkt. So, zack. Ey, du bist jetzt genau vor mir gewesen. Okay, das ist ja unfair. Ja, das ist gut. Nein! Oh yeah, ich hab ne Wolke. Ich bin Zweiter. Ja, hinter dir ist auch gut gegangen. Oh, oh, oh. Bin ich gespannt. Oh. Komm her, Kollege. Und zack. Ja, ich bin Erster aktuell. Oh, ich hab mich. Bist du das? Ich hab mich wieder überrundet. Was? Nee, das bist nicht du. Nice Hit. Ja, sehr. Ich wurde getroffen. Also, das Spiel ist ein bisschen random, muss man dazu sagen, habe ich das Gefühl. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Aber es ist ja auch. Ey, nein! Es ist echt gut. Hallo, gemacht. Wir zocken hier immer noch Roblox. Das muss man halt immer noch im Hinterkopf behalten. Ja. So, zack. Und das finde ich gerade einfach mega extrem. Also, ja, für Roblox-Verhältnisse kann man nur sagen, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ja. Oh, ich wusste nicht, was das Item macht. Du bist vor mir, glaube ich, oder? Nein. Wie bist du? Weiter. Ey, ich bin überholt. Ah, Banane. Ah. Diese Bananen sind echt schlimm, ne? Ja, die kommen immer ganz auf einmal. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Jawohl. Ah, noch eine Runde. Oh, das wird jetzt eine harte Runde. Hör mal, das wird eine harte Runde. Ey, warum werde ich eigentlich immer von diesen Dingern erwischt? Ich verstehe es nicht. Nein, doch nicht. In die Banane geflogen. Ich bin nicht so gut dabei. Ich bin gerade richtig, Nein, Banane! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Chance. Ey, ich bin Sechster. Ja. Erster, wie unfair ist das denn? Wie geil ist das? Ich bin Sechster. Im letzten Moment. Nein. Ich wurde Erster. Weißt du, warum ich Erster wurde? Nein! Ey, nein. Ich bin im letzten Moment Fünfter geworden. Man lässt auf einmal... Ich war eine Wolke. Anstatt dass diese Wolke durch ein Ziel fliegt. Ja. Weißt du, was passiert ist? Ja. Die ist vor dem Ziel gelandet und nicht weitergefahren. Oh. Weißt du, was bei mir war? Ich hatte die Wolke und wurde von Platz 6 oder Platz 5 auf 1. Boah, auch Katastrophe. Das ist schon unfair. Naja, Leute, wir haben noch ein paar Coins rausgeholt. Wenn ihr vielleicht öfters Meep City Racing sehen wollt, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.